Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich, dass wir das in der Kürze so hier heute stattfinden lassen können. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei den Betreibern dieser Lokalität. Ganz ehrlich, was die letzten zwei Tage erdulden mussten, in unserem schönen Land, einer Demokratie, das ist wirklich nicht mehr feierlich. Hier wohnen, die haben das heute fleißig überstrichen, heute wurde die ganzen Spielereien überstrichen, die Aufkleber wurden entfernt und es beginnt auch medial eben sehr großer, starker Druck auf die Betreiber. Wir haben hier im Märkischen Oderland leider eine Vereinsstruktur, die unterstützt wird, von den Linken finanziell vermutlich auch, aber das müssen wir halt parlamentarisch erfragen, wo kommt das Geld her. Uns werden hier die Räumlichkeiten, also die Vermieter, die Betreiber werden unter Druck gesetzt und deshalb bin ich ganz dankbar, dass wir diesen Raum heute in der Kürze der Zeit bekommen haben. Und ich möchte mich auch bei den Kollegen aus Marzahn-Hellersdorf, vom Bezirksverband Marzahn-Hellersdorf bedanken, weil wir haben die Räumlichkeiten getauscht. Sie hatten heute eigentlich einen Fraktionsstammtisch und deshalb danke, dass wir diese Veranstaltung mit unserem Ehrengast und mit Birgit Bessin heute hier auch stattfinden lassen konnten in der Kürze. Der Kreisverband Märkisch-Oderland ist stark vertreten. Ich bedanke mich auch, dass ihr heute so unterstützt habt und dass wir das auch alles so stemmen konnten. Und der eigentliche Grund unserer Veranstaltung als Motto, als Thema ist diese Corona-Hysterie-Kampagne, die unsere freiheitlichen, rechtlichen Grundrechte stark gefährdet. Wenn man das sich alles ausmalt, wo das hinsteuert. Und deshalb bin ich ganz froh, dass wir als AfD den richtigen Weg gefunden haben und uns auch ganz stark einsetzen, um die Einschränkungen und die großen, naja, sagen wir mal, idealen Interessen, die dahinter stecken, dass wir das eben auch beleuchten. Wir in Brandenburg werden das auch beleuchten können. Das wird sicherlich Birgit auch noch gleich nachher sagen. Die sogenannte Covid-Pandemie ermächtigt in gegenseitiger Selbstüberbietung mittelmäßige Medienvertreter und Politiker. Wie viele Verwandte, die zu ihrer Hochzeit einladen könnten, oder geht es noch im Klima, oder wo wir unsere Zeit verbringen. Ja, es geht im Klima. Ich hatte es selber in meinem Bekanntenkreis, dass wir einen Sterbenden nicht besuchen konnten, ein Sterbebett. Das hat mich sehr bewegt und das gibt mir zu denken. Und ich habe auch die Beobachtung gemacht, unsere Kinder werden in Angst versetzt, unsere Kinder werden drangsaliert, die müssen die Masken tragen im Unterricht, in den Schulen, auf den Fluren und die Lehrer, auch in Selbstüberbietung, sind gewillt, diese ganze Hysterie an unseren Kindern auch auszuüben. Kein kritisches Denken. Und das hat sich bei mir zum Beispiel in einem kleinen Video, das ich die letzten Tage gesehen habe, niedergeschlagen, als eine junge Familie, wahrscheinlich war das in Australien, eben aus dem Flugzeug verfracht, also rausgeführt wurde, weil das Kind keine Maske getragen hat. Und diese Idiotie ist natürlich auch bei uns in Deutschland. Und wer sich gegen diese Maskenpflicht auflehnt oder sie nicht trägt, muss horrende Zahlungen befürchten oder muss auch die öffentlichen Verkehrsmittel verlassen. Und vor ein paar Tagen, ich weiß nicht, ob Sie es alle mitbekommen haben, im Fokus stand, der Deutsche Bundestag hat seinen Mitarbeitern und den Abgeordneten hat sie informiert, dass die Maske zu
zu einem erhöhten Sauerstoffanteil im Blut führt und man soll die Maske doch ab und zu mal CO2 abnehmen. Und jetzt hat der Fokus das so ein bisschen relativiert, das war alles gar nicht so gemeint, aber man macht sich natürlich im Bundestag Gedanken, dass der CO2-Gehalt im Blut doch nicht ganz so gut ist, wenn er sich zu sehr drastisch erhöht. Und ja, das nur mal so nebenbei. Wir haben ja gesehen, dass wir nicht alleine sind. Wir haben quasi eine Querfront in ganz Deutschland. Ich weiß nicht, wie viele hier in dem Raum bei den Großdemos waren am 1.8., am 29.8. in Berlin. Wir waren da. Also unser Kreisverband hat was organisiert und auf die Beine gestellt, dass wir wenigstens zusammen dorthin gehen. Aber ich habe auch viele Berliner gesehen, ich habe aus dem ganzen Bundesgebiet AfDler gesehen. Und wir müssen natürlich auch den Weg finden, dass wir nicht nur den parlamentarischen Arm bedienen. Nein, wir sind immer noch eine Bewegungspartei und deshalb haben wir diese Demos unterstützt. Wir arbeiten jetzt sicherlich vollumfänglich mit den Querdenken-Leuten zusammen. Und die schützen sich scheinbar auch vor uns. Wer die Reden gehört hat, das war natürlich schon harter Tobak, gerade gegen unsere Partei. Aber nichtsdestotrotz haben die was bewegt. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Also ich fand das großartig, dass wir auch mit unseren T-Shirts, mit unseren Fahnen, zum Beispiel am 29.8. dabei waren. Wir wurden nicht angesprochen, wir wurden aufgenommen, herzlich aufgenommen. Das war eigentlich unsere Demo und das war wirklich ein Querschnitt der Gesellschaft. Und das ist ein gutes Zeichen, ob es nun 200, 300, 400, 500, 600.000 waren oder eine Million. Wann waren Bürger jemals so vehement auf den Straßen? Und wir haben eine Bewegung deutschlandweit. Morgen ist wohl, sagte mir gerade jemand, in München eine Demonstration. Die Querdenken-Leute kommen ja aus Süddeutschland, Baden-Württemberg, Stuttgarter Raum. Und also das macht mir auch ein gutes Gefühl, dass die Wessis jetzt auch mal aufgewacht sind. Ja, das ist so. Auch wenn sie nicht unbedingt alle zu unserer Partei gehören, aber vielleicht ist das auch ein ganz guter Fingerzeig auf unsere West-AfDler, dass sie sich da ein Beispiel nehmen und das, da können sie sich ja bestimmt auch bei uns hier in Ostdeutschland eine Scheibe abschneiden. Wir sahen unseren AfD-Freunden aus Westdeutschland gern mal, wie man Demos macht und wie man sich organisiert, dass man da auch hingeht. Ich habe von Zuhari einen Satz gehört, der mich, ich bin kein Virologe, ich bin kein Arzt, ich muss mir das selber alles schwer erlesen, das ist nicht mein Thema, aber dieser Mann, Baujahr 46, Thailänder, der Deutschland seine Heimat auch nennt, hat kurz und knapp in etwa es so wiedergegeben, wenn Sie nicht vorerkrankt sind und Sie unter 70 sind, ist es verdammt schwer, an Covid-19 zu sterben. In Deutschland und in Österreich und überhaupt in Nordeuropa. Und ich muss auch das pandemische Geschehen, wenn wir eins hätten, verstehen lernen. Und es widerstrebt mir anzuerkennen, dass es sich um eine Pandemie handelt. Ich sehe das nicht. Wir haben am Anfang als AfD uns schwer getan, das muss man wissen. Aber wir haben viel analysiert, viel gelesen und deshalb ist mir eine Studie am 14. April diesen Jahres vom Robert-Koch-Institut in die Hände gefallen. Dankenswerterweise habe ich das beim Kompakt-Magazin gesehen, in einem Video. Und ich muss das mal runterreden. Es war wirklich so. Und seit dort in diesem Robert-Koch-Institut, dieser Studie, wird ganz klar gesagt, dass ab dem 13., 14., 15. März diesen Jahres 2020 die schweren Atemwegserkrankungen gravierend in den Keller gegangen sind. Die waren nicht mehr messbar.
Es ging noch weiter runter. Und ich frage mich, konnte es so weit kommen? Und das müssen wir ergründen. Jedes Bundesland, das die Möglichkeiten hat, wie wir in Brandenburg, wir werden jeden Stein umdrehen und werden das herausbekommen. In einem Untersuchungsausschuss hinaus. Aber man kann sich auch überall aufklären. Auch für die das Video sich mal anschauen, jetzt am Livestream sind. Es gibt eine Internetseite, die nicht jedem bekannt ist, die heißt www.ärzte-für-aufklärung.de. Diese Seite ist für Aufklärung einer ganz anderen Sicht, die in den Mainstream-Medien nicht vorkommt. Wir haben auf dieser Seite verbrieft 700 Ärzte und ca. 2000 Unterstützer aus dem Medizinbereich, größtenteils, die diese Seite unterstützen, die dort ganz versiert, seriös über alles berichten, was um diese Corona-Hysterie-Pandemie untersucht wird oder auch nicht untersucht wird. Und das kann ich nur jedem wärmstens gedeihen lassen. Gehen Sie auf diese Seite. Dann haben wir noch eine zweite Seite, www.untersuchungsausschuss Corona oder Corona.de oder so ähnlich. Dort ist der außerparlamentarische Corona-Untersuchungsausschuss. Dort gibt es Videos, stundenlang Videos. Da brauchst du eine Menge Kaffee, wenn du da nachts dir die Videos anschaust, aber die sind hochinteressant. Und wir müssen uns selber bilden. Auf unsere Qualitätsmedien können wir uns leider nicht verlassen in dem Moment. Dann möchte ich auch ganz klar sagen, wir haben auch dazu eine Pressemitteilung rausgegeben. Ich war ja auch bei den allerersten sogenannten Hygienedemos am Rosenthaler Platz, in der Volksbühne, und habe das beobachtet und habe dort schon gravierende Polizeiübergriffe, so nenne ich sie jetzt mal, gesehen. Die haben mir persönlich nicht gefallen. Ich komme ja ebenfalls auch aus der selbstständigen Sicherheitsbranche und habe einiges schon gesehen in meinem Leben. Aber wissen Sie, wenn neben Ihnen die älteren Herrschaften vom Platz geführt werden, da kriege ich sogar noch Gänsehaut. Das hat auch bei mir viel bewirkt. Und ab 1.9. war das schon so zu sehen. Aber am 29.08. habe ich, und das hatten wir auch so auch erwähnt, habe ich Polizeischikane erleben müssen, die natürlich von den Linken und der SPD ganz klar von der Regierungsbank in Berlin konstruiert wurde. Die Leute sollten nicht den Demozug machen können, die wurden bestaut. Die durften nicht loslaufen, dann wurde ganz billig, ganz klar wurde gesagt, dass sich dieser Demozug natürlich staut, wenn er nicht gut loslaufen konnte, und so war es ja dann leider auch, und wurde dann nicht an seinem Grundrecht oder an seinem Grundrecht gehindert, dass wir loslaufen konnten. Die Menschen dort wurden eingekesselt und hatten das ist ein großes Problem zu der Abschlusskundgebung zu gehen. Und wir haben auch unschöne Szenen gesehen, und ich möchte nur ganz klar an die Polizisten appellieren. Wir haben ja heute auch Polizisten aus Brandenburg. Die Mannschaften tun mir leid, die werden politisch missbraucht. Ich weiß von einigen Polizisten, mit denen ich selber gesprochen habe, die ich auch schon lange kenne, dass sie nicht dahinter stehen. Und ich möchte das jetzt auch nochmal bekräftigen, dass diese Polizisten bitte, wenn sie nicht dahinter stehen, dass sie sich krank melden sollen. Ich kann das nicht anders sagen. Ihr müsst, wenn ihr nicht hintersteht, den Dienst verweigern. Aber bitte, bitte, liebe Polizisten, lasst euch nicht missbrauchen von den Regierenden, die dem alten Parteiensystem angehören und die sich links verorten. Aber
darüber ein andermal. Ich bin da emotional. Es war nicht schön anzusehen, gerade auch am Tag darauf, am 30. Am Sonntag, wo es sehr, sehr unschöne Szenen gab, wo die Menschen wirklich auch brutal, friedliche Menschen, brutal vom Platz geführt wurden, unsanft, stundenlang in diesen Wannen, durch Berlin gekarrt wurden. Und deshalb, liebe Polizisten, wir werden als AfD ein Auge darauf halten müssen. Wir sind nämlich die einzige wirkliche Oppositionspartei. Und wenn die Menschen dem Hohn und Spott ausgeliefert werden, medial, dann müssen wir uns auf euch verlassen können. Ja? Und wir werden die tapferen Polizisten und fleißigen Polizeibeamten immer für sie da sein und sie auch beschützen vor den linken Parteien, den Altparteien. Aber wir schauen nicht weg und wir sind nicht leise, wenn im Interesse der Herrschenden Unrecht und Schikanen an unseren Mitmenschen verübt werden. Ja, die Corona-Maßnahmen haben die massiven Grundrechte eingeschränkt und es werden Millionen Existenzen vernichtet. Ob das verhältnismäßig war, müssen wir parlamentarisch überprüfen. Das werden wir auch tun. Aber wir werden auch weiter auf die Straße gehen und werden dort mit unseren Mitmenschen, mit unseren Mitbürgern zusammen für unser Recht, für unsere Freiheit eintreten. Und wir dürfen auch eines nicht vergessen, dass im Zuge dieser Einschränkungen und dieses medialen Horrorszenarios, das permanent auch jetzt mit dieser zweiten oder dritten Welle an die Wand gemalt wird, dass sich die alten Probleme, die unser Land an die Wand fahren lassen, vernichten, unsere Existenz gefährden, dass diese parallel ungeniert weiterfolgen. Wir haben das jetzt gesehen, Anfang der Woche haben wir 13.000 Stühle. Ich möchte auch mal wissen, wer das bezahlt. Das müssten wir mal rausbekommen. Vielleicht kann die Berliner Fraktion das mal für uns machen. Wer hat den Quatsch bezahlt? Und ein paar Tage später brennt dieses Moria auf der Insel, dieses Lager in Griechenland. Und auf einmal werden dieselbe Zahl, 13.000 Asylforderer in Europa verteilt. Die natürlich begehrten Plätze in Deutschland werden schnell gefunden werden. Ich habe gehört, Berlin ist ganz vorne dran wieder, Nordrhein-Westfalen, sicherlich auch Brandenburg. Da werden wir schauen, was da auf uns zukommt. Und eine mediale Kampagne wurde diese Woche gestartet mit diesen Stühlen. Und wenn man sich jetzt die Mainstream anguckt, da geht die Reise wieder hin. Und in einer Blitzumfrage, die Mehrheit der Deutschen ist für die Aufnahme von noch mehr Flüchtlingen. Meine Damen und Herren, jede Generation für sich hatte immer seine existenziellen eigenen Herausforderungen. Unsere ist es jetzt, all den Herausforderungen, den falschen handelnden Regierenden in der Politik und in den Medien die Stirn zu bieten. Und deshalb nie war eine in sich geeinte, starke AfD so wichtig wie heute. Und deshalb stimmt auf und ich bin persönlich froh, in dieser Partei Dienst tun zu dürfen.